Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Wie ihr vor zwei Videos schon gesehen habt, beschäftige ich mich gerne auch mit anderen Elektrofahrzeugen, nicht nur Tesla, und habe damals den ID.3 getestet. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, findet ihr es hier oben. Heute habe ich die tolle Gelegenheit, dank unserem Autohaus Graf Hardenberg hier in Konstanz den ID.4 Probe zu fahren. Vieles ist natürlich ähnlich wie beim ID.3, deswegen schaut euch gerne dieses Video dazu auch noch an. Und ich gehe mehr auf die Besonderheiten und auch Unterschiede von dem ID.4 in diesem Video ein. Der erste Eindruck war wirklich Überraschung. Zum Beispiel habe ich hier gerade meinen Sohn Oskar, einen eingefleischten Tesla-Fan. Und du hast als erstes gesagt, was? Weiß ich gar nicht, oha. Also ich war auf jeden Fall erstmal sehr überrascht, auch wie der von außen aussieht. Das ist das erste Mal, dass ich den in echt sehe. Mhm. Ich war, glaube ich, am meisten überrascht, weil ich halt sehr damit gerechnet habe, dass wirklich einfach ein ID.3 in groß ist. Mhm. Aber also die Ausstattung sieht so super hochwertig aus und das Display ist größer, viel größer. Mhm. Und das hat irgendwie gleich, also das hat mich auf jeden Fall überrascht. So. Ich dachte halt eigentlich, es ist so ein Übergangs-SUV, so wie T-Roc-mäßig, aber es ist schon sehr groß. Also, weil das war das Erste, was ich festgestellt habe, ist, dass das Ding so hoch ist, ja. Also, dass es auch so hohe Räder hat. Wie ihr sehen könnt, ich habe das ID.4 eben auch an unsere Wallbox anschließen können. Das geht natürlich gut mit dem passenden Stecker. Er macht da vorne irgendwie so rot und grün. Ich glaube, er zeigt uns damit an, dass er lädt und wie viel er schon geladen hat, kann es sein? Ja. Also ich glaube, das ist das Laden. So, hier sehen wir jetzt, dass gerade geladen wird und dass es noch 4 Stunden 35 dauert. 16% haben wir noch Kapazität und wir laden bis auf 80% hoch. Dieses ID-Light da vorne, das verwendet man zum Beispiel zur Begrüßung oder wenn man abbiegt, zeigt es einem, dass man da abbiegen soll. Und in diesem Fall zeigt es uns jetzt an, dass wir das Auto laden. Hier hat der Oskar auch noch was Neues entdeckt. Außer den Einstellmöglichkeiten für den Sitz gibt es auch noch die Möglichkeit, das abzuspeichern für zwei Fahrer, denke ich mal. Ne? Ja, guten Morgen. Das Auto ist geladen, wie ihr gesehen habt. 333 Kilometer Reichweite hat es mir angezeigt. Bei einer Kapazität der Batterie von 77 Kilowattstunden. Nicht wahnsinnig viel. Wir haben natürlich auch 2 Grad plus, also relativ kalt. Allerdings sieht man auch, der Verbrauch ist ziemlich hoch. Wir fahren jetzt hier nicht besonders schnell und haben so um die 30 Kilowattstunden Verbrauch immer. Wenn wir noch dabei sind, bevor wir nachher zu den ganzen tollen Sachen hier kommen. Was nie funktioniert, hat bei mir noch nie bei einem, weder beim ID.3 noch beim ID.4 noch beim Golf 8, ist, dass man mit dem eigentlich guten Sprachassistenten Navigationsdaten auffordert. Also ich habe noch nie geschafft, dass er auch nur die Stadt erkennt, die ich nenne. Auch andere haben das noch nicht geschafft. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht können Tesla-Fahrer kein ID-isch. Was der Sprachassistent allerdings sehr gut kann, hat der Oskar vorhin herausgefunden, ist, er unterscheidet zwischen dem Fahrer und dem Beifahrer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Hallo ID, Sitzheizung an. Okay. Dann geht meine Sitzheizung an und die vom Beifahrer bleibt aus, obwohl der Oskar da drauf sitzt. Wenn jetzt der Oskar sagt, Hallo ID, Sitzheizung an. In Ordnung. Dann geht seine Sitzheizung an. Also der unterscheidet zwischen den Sprechpositionen und das ist natürlich eine feine Sache. Was wir jetzt beim bisschen Rumfahren auch schon festgestellt haben, was ein bisschen ungewöhnlich ist, ist die Position vom Touchpad sozusagen. Man kommt nicht so ohne weiteres gut dran. Das ist nicht so gut zu bedienen. Ich finde den Winkel ein bisschen steil. Das ist vielleicht einfach eine Gewöhnungsfrage. Was wir jetzt noch ausprobieren wollen, wir fahren jetzt nämlich auf die Autobahn, ist, man sagt ja, die ID-Serie riegelt ab bei 160 Kilometer und das wollen wir mal ausprobieren, auch wieso der Zug ist. Das haben wir ja beim ID.3 schon festgestellt, dass er ein bisschen weniger Schmackes hat als das Model 3. Ich bin hier auch schon auf der Sporteinstellung, also eigentlich müsste hier jetzt Dampf kommen. Oh, kommt in die Puschen. Ich bin durchgedrückt. 130, 140, 150.
Jetzt hätte ich gerne den da vorne weg. Will ja nicht auffahren. So, jetzt geht's weiter. 160 oder 61? 62? 63? 64? Hä? Gut, das bietet er mir. Bin voll auf dem Gas, es geht bergab. Also, man könnte da noch ein bisschen Tempo drauf kriegen, aber das ist jetzt Schluss, 164. Ich meine, für die meisten Sachen reicht's. Ich glaube, das ID.4 hat eine Beschleunigung von 8,5 Sekunden, sowas ungefähr auf 100. Also das ist schon sehr, sehr viel langsamer. Ich glaube, irgendwas zwischen 4 und 5 hat ein Model 3. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Model Y ist, aber ich vermute auch ähnlich. Also deutlich weniger Zug und abgeriegelt bei 160 Kilometer in der Stunde. Das muss man wissen. Von der Lautstärke her würde ich mal sagen, ist es jetzt nicht wahnsinnig leise. Oskar, wie würdest du es vergleichen mit dem Model 3? Von Model 3, ja. Ähnlich, ne? Man hört Straßengeräusche, weniger Windgeräusche, insgesamt auch relativ laute Kulisse. So, jetzt gehen wir mal hier raus. Genug Stromverbrauch. Was ich sehr nett finde, haben wir vorhin erst entdeckt, ist, dass man beim Abbiegen dieses Licht da vorne sieht, was einem die Richtung anzeigt. Was natürlich auch sehr praktisch ist, habe ich schon ausführlicher beim ID.3 ja gezeigt, ist natürlich das Head-Up-Display. Natürlich ein richtiges Head-Up-Display in diesem Fall, nicht wie in meinem letzten Video. Insgesamt muss ich sagen, lässt sich das Auto wirklich sehr gut fahren. Also was mir ja schon beim ID.3 aufgefallen ist, ist der angenehme kleine Wendekreis. Das Ding liegt super auf der Straße. Jetzt natürlich diese ID.4-Version, die so hoch ist mit den großen Reifen, ist super übersichtlich zu fahren. Ich muss auch sagen, wir haben jetzt ja gerade Schnee gehabt und ziemlich viele Probleme mit den Straßen, die nicht geräumt waren. Da bin ich mit dem Model 3 einige Male hängen geblieben und hatte jetzt hiermit überhaupt keine Probleme. Also ich bin immer gut rausgekommen. Es liegt wahrscheinlich an den großen Reifen. Vielleicht auch daran, dass es nicht so stark beschleunigt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber auch mit Schlupfstart beim Model 3 bin ich nicht so gut rausgekommen wie jetzt hier mit dem ID.4. Also das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Das Fahren ist super angenehm. So, jetzt haben wir ihn doch ganz schön getestet, den ID.4. Zunächst mal ein Blick auf den Verbrauch. Wie ihr seht, haben wir im Schnitt 24 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Das ist eine ganze Menge, vielleicht im Winter geschuldet. Wir haben ja schon bei voll geladener Batterie gesehen, dass 333 Kilometer die maximale Reichweite war. Also er hat ganz gut geschluckt. Insgesamt finde ich, jetzt wenn ich vom Model 3 komme, nach wie vor. Also die Beschleunigung natürlich viel langsamer, aber auch die Rekuperation ist viel weniger. Volkswagen sagt, dass es intelligente Rekuperation einsetzt. Vielleicht ist das aber auch ein bisschen der Grund, warum der Wagen dann doch eindeutig mehr verbraucht als das Model 3. Natürlich kann man das Model 3 nicht mit dem ID.4 vergleichen. Man könnte dann mal Model Y mit ID.4 vergleichen, aber da habe ich leider noch keins gesehen bis jetzt. Innen ist uns nochmal aufgefallen, es gibt ja häufig die Kritik beim Model 3 an diesen Klavierlack, an diesen schwarzen glänzenden Flecken, wo man jeden Dapper drauf sieht. Also Volkswagen hat konsequent auf Klavierlack gesetzt, kann man sagen. Ich finde die Innenausstattung durchaus hochwertig, sieht gut aus, kann man sich nicht beschweren. Aber für alle, die beim Model 3 motzen, dass es zu plastikmäßig, zu Klavierlacklastig ist, das ist hier mindestens genauso. Aber ich finde es jetzt eigentlich sehr schön und wertig. Zwei Tests müssen wir auf jeden Fall noch machen. Das eine ist der E-Piano-Test vom Kofferraum und das zweite ist der Oscar-Test von dem hinteren Fahrgastraum. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Oscar-Test an. Oscar, setz dich doch mal bitte hier rein. Gucken wir mal, ob du da mal mit deinem Giraffenhals reinpasst. Du hast ja nun den Knie-Kopf-Vergleichstest noch direkt vom ID.3. Du hast auch schon den Polestar 2 getestet mit dem Oscar-Test. Wie sieht's im ID.4 aus? Also ich habe es ist auf jeden Fall geräumig so. Also jeder normale und auch wenn man etwas größer ist, hat hier sehr, sehr viel Platz. Also wenn ich mich so anlehne, dann ist halt mein Kopf drückt halt hier oben dran. Also wenn das Glas noch so bis hier weitergehen würde, das würde, glaube ich, echt was noch ändern, weil dadurch fühlt es sich jetzt, also ich spüre ja an den Haaren, dass ich da so anstoße. Nochmal vielleicht zwischendurch gesagt, du bist 1,87 Meter groß. 93 bitte. Also zwischendurch nochmal gesagt, du bist 1,93 Meter groß. Ja, aber also es fühlt sich jetzt nicht irgendwie eng an oder so. Die Füße passen hier einigermaßen drunter. Klar, das Standardmäßige, was ich immer das Problem habe, dass die Beine hier so abheben, aber das geht eigentlich auch. Das Entscheidende ist ja, hast du das Gefühl, dass es im Unterschied zum ID.3 für dich eine wesentliche Verbesserung darstellt jetzt dieser höhere Aufbau. Ich muss zugeben, ich erinnere mich nicht mehr so gut ans ID.3.
aber habe jetzt nicht in Erinnerung, dass ich beim ID3 irgendwelche großen Probleme hatte. Hm. Und ich erinnere mich, dass ich beim ID3 das gleiche mit dem Kopfabstand hatte. Hm. Und auch an den Beinen ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Hm. Eigentlich. Okay, ich würde sagen, Oscar-Test erstmal zur Zufriedenheit bestanden. Und jetzt klappen wir mal um und dann messe ich mal aus. Das wäre dann der E-Piano-Test, ob das auch hochkant reingeht und wie viel Platz überhaupt da in dem Kofferraum ist in umgeklapptem Zustand. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, hier das zu finden. Das war eigentlich beim ID3, glaube ich, sogar hier mit der alten üblichen Klappe. Aber es gibt den Trick mit dem Fuß. Ich gucke mal, ob der gerade zufällig funktioniert. Ah, tatsächlich. Geht auf, ne? Hier muss ich übrigens noch zu Kreuze kriechen, auch vom ID3, nämlich was den hinteren Kofferraum betrifft. Da ist ja auch hier diese schöne Klappe. Und da verbirgt sich eine relativ flache Ladeklappe. Aber hier geht es noch weiter und das habe ich nicht gesehen und nicht gewusst. Von da ist immerhin noch mal ein bisschen Platz für Werkzeug oder sagen wir mal 10 Liter Milch oder 8. So, also wir haben hier 1,70. Da würde ich jetzt mal sagen, da hatten wir 2 Meter, ne? Weil wir lagen ja drin in unserem Video mit der Matratze, sieht man da. Und jetzt in der Breite, doch 1 Meter, würde ich mal sagen, an der breitsten Stelle. Da haben wir gut 1,25 Meter. Und natürlich, was viel besser natürlich ist als beim Model 3, ist natürlich 70 cm Höhe. Ja, geräumiger Kofferraum, E-Piano ist kein Problem, ich würde mal sagen, 2 Fahrräder, ja, da ist eine Menge Platz. Wie vorhin schon gesagt, ich finde, er fährt sich sehr angenehm. Ich komme auch sehr gut mit dem Spurhalteassistenten, dem Tempomaten und allem zurecht. Dieses Modell kostet 60.000 Euro, das ist der First Max. Es soll später ab 40.000 Euro ID4s geben. Ja, die Spitzengeschwindigkeit von 160 abgeriegelt. Wir haben eine Beschleunigung von 8,5 Sekunden auf 0 auf 100. 150 Kilowatt, das entspricht 204 PS. 77 Kilowattstunden effektive Batteriekapazität. Der Stromverbrauch wird angegeben mit 18,8 bis 17,6. Wir hatten jetzt bei unserer heutigen Fahrt 24 ungefähr. Vielleicht noch ganz interessant, die Ladeleistung der ID-Serie beträgt bei den kleineren Modellen 100 Kilowatt und bei den größeren, wie diesem hier, 125 Kilowatt. Die Model 3s und die Supercharger bieten da natürlich noch andere Werte. Also gerade wenn man mal länger unterwegs ist, muss man vielleicht mit denen dann auch ein bisschen länger laden. Ja, unser ID4-Test war erfolgreich, hat Spaß gemacht. Tolles Auto, hat uns beiden wirklich gut gefallen und überzeugt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an den Informationen. Hinterlasst ein Abo, ein Like und bis zum nächsten Mal. Euer Diesel Dad.